Mit dem Integral kann die Ursprungsfunktion wiederhergestellt oder rekonstruiert werden. Was das bedeutet, schauen wir uns an einem ganz konkreten Beispiel an. Und dazu lassen wir Wasser in eine Badewanne fließen. Wir haben eine Badewanne vor uns und in die lassen wir jetzt eine Minute lang Wasser mit einer konstanten Zuflussgeschwindigkeit von 10 Litern pro Minute zufließen. Dann stoppen wir die Zufuhr und öffnen den Abfluss und lassen dann 1,5 Minuten lang das Wasser abfließen und zwar mit einer Geschwindigkeit von 5 Litern pro Minute. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist, wie viel Wasser befindet sich zu jedem Zeitpunkt jeweils in der Badewanne? Zum Zeitpunkt 0 ist die Badewanne noch leer. Nach einer Minute, wie viel Wasser ist da drin, wie viel ist nach einer halben Minute drin und so weiter. Das können wir uns Ganze mal bildlich auch anschauen. Wenn Sie hergehen und das Ganze grafisch darstellen wollen, können wir auf der einen Achse die Zeit und auf der anderen Achse eingeben, wie die Zuflussgeschwindigkeit aussieht. Das ist konstant 10 Liter pro Minute für die erste Minute und danach sind es minus 5 Liter pro Minute für das Abfließen. Wenn ich jetzt rausfinden will, wie viel Wasser beispielsweise nach einer Minute in der Badewanne ist, muss ich die Zeit, eine Minute, mal die Geschwindigkeit nehmen, 10 Liter pro Minute und erhalte 10 Liter. Wenn ich nur eine halbe Minute zufließen lasse, dann sind logischerweise auch nur 5 Liter drin. Egal welche Zeit Sie sich anschauen, das Ergebnis, wie viel Wasser drin ist, ist an der Stelle immer die Fläche unter der Kurve, nämlich Zeit mal Geschwindigkeit. Ja? Das heißt, aus dieser Situation raus kann ich jetzt also zu jedem Zeitpunkt ausrechnen, wie viel Wasser da drin ist und daraus wiederum dann eine Funktion erzeugen, die mir den Wasserstand jeweils angibt. Die Funktion, wenn Sie sie aufstellen würden, würde folgendermaßen aussehen. Wir hätten 10 mal t in dem Zeitraum zwischen 0 und 1. Wir hätten 10, das sind die Liter, die dann nach einer Minute drin sind, minus 5 mal t minus 1, also die Zeit, die abfließen gelassen wird, von einer Minute bis 2 Minuten. Wären das dann beispielsweise t minus 1 gleich 2 minus 1, wären das eine Minute. Und danach wird gestoppt oder wir schauen es uns auch nicht weiter an. Das können Sie sich auch in einem Graphen wieder aufzeichnen. Das wären hier die Funktionen, die an der Stelle einzuzeichnen wäre. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Ursprungsfunktion wiederhergestellt und wir haben festgestellt, das machen wir, indem wir die Fläche unter der Kurve berechnen, in dem Fall. Lassen Sie uns das mal festhalten. Aus der Zuflussgeschwindigkeit V' haben wir die Wassermenge, das Volumen, rekonstruiert und integrare, das Integral heißt lateinisch wiederherstellen. Das heißt, dieses Wiederherstellen, das Rekonstruieren steckt in unserem Begriff Integrieren tatsächlich auch schon drin. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt keine so schöne konstante Zuflussgeschwindigkeit haben, sondern beispielsweise eine solche lineare, indem wir also sagen, wir lassen die Geschwindigkeit immer wachsen in der ersten Minute und wir wollen dann das Wasser, den Wasserstand bzw. das Volumen wieder rausbekommen, dann ist das aber wieder der Flächeninhalt unter der Kurve. Wir könnten ja sagen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt hier, den ich hier einzeichne, schauen wollen, wie viel Wasser drin ist, dann haben wir mit einer konstanten Geschwindigkeitszunahme jeweils Wasser zufließen lassen. Wir können beispielsweise den Mittelwert dieser Geschwindigkeiten uns anschauen und sagen, statt dass wir erst mit 0 und schließlich mit diesem Geschwindigkeitswert Wasser zufließen lassen, lassen wir immer die Durchschnittsgeschwindigkeit zufließen über die gesamte Zeit. Und dann sehen Sie, ist diese Fläche und diese Fläche sind dann hier identisch. Das heißt, es läuft wieder auf das Berechnen der Fläche unterhalb der Kurve jeweils hinaus. Das können Sie dann wieder über die Flächeninhaltsberechnung im Prinzip wieder direkt auch aufstellen. Die Funktionen sehen Sie hier und wir könnten das Ganze auch wieder in Form eines Funktionsgraphen aufzeichnen. Wenn wir uns jetzt das anschauen, können wir folgendes Fazit festhalten. Die Wassermenge zum Zeitpunkt t wird beschrieben durch den Inhalt der Fläche unter der Berandung f, also der Zuflussgeschwindigkeit, und zwar vom Zeitpunkt 0 bis t. Die Flächen unterhalb der x-Achse, das waren die Abflusszeiten, die werden jeweils negativ gerechnet. In diesem Zusammenhang spricht man von einem sogenannten orientierten Flächeninhalt, der also nicht
den absoluten Flächeninhalt berechnet unter der Kurve, sondern ihn, je nachdem, ob er überhalb oder unterhalb der x-Achse ist, mit unterschiedlichen Vorzeichen belegt. Die Idee ist jetzt, dass wir auch für beliebige Zuflussgeschwindigkeiten so verfahren können. Also wann immer wir eine Funktion wiederherstellen wollen, dann müssen wir einfach die Fläche unter der Geschwindigkeitskurve oder der Ableitungskurve jeweils als orientierten Flächeninhalt berechnen. Das heißt, wenn ich eine Kurve habe, die so aussieht, völlig beliebige Brandung, dann können wir angeben, wie viel Wasser in der Badewanne sich zum Zeitpunkt T1 beispielsweise befindet, wenn ich die Fläche unter der Kurve von 0 bis dorthin berechne. Nun ist es so, dass das natürlich nicht nur für das Badewannenbeispiel funktioniert, sondern auch für ganz viele beliebige andere Situationen. Und das dürfen Sie jetzt einfach nochmal üben, indem ich Ihnen verschiedene Anwendungssituationen gebe. Nehmen wir beispielsweise die Badewanne als Konto und die Zuflussgeschwindigkeit als die momentane Geldzuflussrate. Die Frage ist dann, was gibt mir der Flächeninhalt unter der Kurve an? Sie können auch F als die momentane Änderungsrate des Profits ansehen. Die Frage ist, was gibt mir jetzt die Fläche unter der Kurve an? Wir können, wie passend zu Corona, die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Epidemie kennen. Und die Frage ist, was gibt mir jetzt die Fläche unter der Ausbreitungsgeschwindigkeitskurve an? Und ich habe noch zwei weitere Beispiele für Sie aus dem physikalischen Bereich. Sie dürfen an der Stelle kurz auf Pause schalten und sich das selber überlegen. Und wir gehen dann gleich gemeinsam einen Schritt weiter, wie es jetzt konkret zum Berechnen dieses Flächeninhalts weitergeht.